meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Und zwar haben wir heute Payet im Angebot. Wir werden ihn für ein paar Spiele testen, denn er hat super krasse Werte und kostet absolut nichts. Denn ich habe schon einige Spiele mit ihm gemacht, da waren auch viele Freundschaftsspiele dabei. Deswegen beachten wir diesen Wert einfach erstmal gar nicht und gucken uns einfach an, was er im Spiel imstande ist zu leisten. Er hat bei mir schon in 34 Spielen 11 Tore, 13 Vorlagen gemacht. Absolutes Biest. Er spielt bei mir Stürmer bzw. Zehner. Wir werden da einfach mal ein bisschen rumprobieren, wo er einfach am besten aufgehoben ist. Und haben folgende Werte auf der Karte. Mit dem Hawk Campstyle geht sein Tempo fast aufs Maximum. Sein Schusswert geht ebenfalls fast auf Maximum, wo das Stellungsspiel auf 98 geht, Abschluss auf 96, Schusskraft 99, Weitschuss ebenso auf 99, die Elfmeter gehen auf 98 und die Volleys bleiben bei 90. Passwerte sind mit 96er Grundwert schon absolut insane, da würde ich gar nichts machen, deswegen eignet er sich auch so gut als Zehner, weil er halt einfach übel ekelhaft krass gute Passwerte hat. Also wirklich, guckt es euch einfach nur an, das ist absolut lächerlich. Genauso wie die Dribbling-Werte, die Balance vielleicht so ein bisschen, denkt man so, hä, warum ist die so low? Dafür hat er eben eine Beweglichkeit von 94, eine Ballkontrolle von 96 und ein Dribbling von 97. Nur eine Ruhe von 86, aber dafür in der Verteidigung immerhin eine Kopfballpräzision von 79 und physisch ist er sehr, sehr stark. Eine Stärke, die auf 93 geht und eine Aggressivität, die auf 80 geht. Die Ausdauer mit 91 reicht fürs ganze Spiel. Gerade die Stärke merkt man bei dieser Karte wirklich sehr. Er ist relativ klein, aber er kann super seinen Körper einsetzen gegen verschiedene Innenverteidiger. Er hat außerdem Flair und den Außenschuss-Trade, deswegen macht es ihn das auch noch zu einem sehr guten Stürmer. Er spielt bei mir jetzt hier, wird dann aber neben Ben Yedda im Sturm spielen und wir gucken einfach mal in der Elite-Division in Rivals, was hier geht. Super Passwert hier, Passwert sage ich schon, super Pass hier von ihnen auf Ben Yedda, aber Ben Yedda macht dann da leider nichts draus. Okay, mein Gegner quittet bei 0-0, nice, ja, cool. Coole Aktion, Bro. Ha, er gönnt richtig. Probieren wir mal einen Longshot und der hätte genauso gut reingehen können, aber Courtois ist halt auf einmal der absolute Metertorwart. Ja, natürlich. Courtois wieder. Also die Bandalarme war super. Der Schuss war okay. Aber Courtois ist halt im Tor und es nervt. Und ja, der muss und der geht rein. Da hat er die Ruhe, da hat er das Dribbling, da hat er die Fähigkeit auch einfach und auch den Schuss, um den Ball da reinzuhauen. Wunderschöner Pass, ganz locker gespielt, auch mit einem schwachen Fuß. Der muss rein und der ist drin von Ben Yedda, ganz easy. Super Pass und der muss rein. Und das ist jetzt halt das Tor für Mbappé. Müsste eigentlich die Vorlage sein für Payet, der jetzt hier eben auf der 10 spielt, im letzten Spiel auch schon. Und das muss es eigentlich sein, aber ist es dann halt leider nicht. Jetzt macht's. Oh mein Gott, wie wunderschön kann man es versuchen. Wie viel Pech kann man haben dann? Payet hat zudem fast 99 in jedem Freischusswert. Wir probieren es einfach mal, ob er den reinhauen kann. Nee, okay. War ein bisschen weit und halt auch nicht grün getroffen, aber nur, dass ihr es wisst, er hat wirklich in Freischusswerten alles auf 99, außer irgendwie. Ich glaube Kraft oder so, oder Präzision auf 96 irgendwie. Also, wenn ihr einen Freistoßschützen braucht, also auf Beckham, nimmt Payet. Da haben wir kurz gesehen, wie gut er seinen Körper reinstellen kann. Ja, dann dumm vertändelt da, aber wie gut er den Körper reinstellen kann und dann auch noch so einen super starken Pass spielt. Und das war einfach gerade dumm gemacht von mir, was mache ich da? Ja, Schuss war nicht schlecht. Torwart hält den gut, aber jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir die Chance und auch der Finesse-Schuss wird gehalten. So, dieses Spiel konnten wir gewinnen durch ein Tor von Kylian Mbappé gegen ein komplettes belgische Dings-Team. War eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hat eigentlich echt Bock gemacht, gegen den zu spielen. War echt gut. Aber genau, wir gehen jetzt einfach mal ins Fazit zu Payet. Jo. Dimitri
Payet, wir haben ihn getestet. Einige Spiele jetzt und ich habe ihn auch davor schon getestet. Und ich kann euch wirklich sagen, es ist eine Karte, die vor allem durch das Passspiel glänzt. Tempo ist sehr, sehr gut. Vollkommen ausreichend. Gerade der Antritt ist richtig geil. Der Schuss ist in Ordnung. Er hat sehr gute Schussmomente. Er hat halt auch einen Abschluss von 91, einen Schusskraft von 94, Longshots von 91. Also er hat auf jeden Fall Potenzial, gute Schüsse und gute Tore zu machen. Das ist gar keine Frage. Passwerte sind absolut überragend. Eben die Freischusspräzision von 99 und eben die Schusskraft von 94, die eben da gepusht wird noch ein bisschen, machen ihn absolut brutal. Gerade was Freistöße auch angeht. Dribblingwerte sind, finde ich, in Ordnung. Für seine Größe ist er ein 1,75. Er ist natürlich eher ein kleinerer Spieler. Hat sehr gutes Dribbling, sehr gute Beweglichkeit, sehr gute Ballkontrolle auch. Das merkt man auch. Er ist sehr, sehr stark am Ball. Er ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Gerade auch durch seine Physis, durch seine Stärke. Das merkt man. Was mir ein bisschen aufgefallen ist im Vergleich zu einem Ben Yedder. Klar, Ben Yedder ist im Prinzip derselbe Spieler. So von der Art und Weise. Er ist ein sehr ähnlicher Spieler. Aber deutlich körperschwächer. Dafür halt eben flinker, flexibler und einfach dynamischer auf dem Platz einfach. Wohingegen ein Payet einfach eher auch beweglich ist, aber nicht ganz so beweglich. Versteht ihr, wie ich meine? Also ist nicht einfach zu erklären. Auf jeden Fall ist es eine Karte, die sich auf jeden Fall lohnt. Vor allem kostet er einfach einen Bruchteil. 1% oder so von einem Payet, keine Ahnung, ich bin scheiße in Mathematik, aber für unter 100.000 kriegt ihr den. Und ein Payet, und ein Ben Yedder kostet 2,5 Millionen Münzen ungefähr. Und dafür ist der Unterschied wirklich nicht so maßgeblich. Aber ich kann euch die Karte auf jeden Fall ans Herz legen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karten ihr noch gern sehen möchtet. Wir sehen uns ansonsten bei einem anderen Video. Bis dann und tschüss.